Gut. Ein Fan darf mit seinem grossen Idol zusammen auftreten, beide singen live. Und das ist für den Fan oder auch für den Star immer eine grosse Herausforderung. Der Fan, das ist heute Marina Fleischmann, aber zuerst möchte ich jetzt mal den Star hier bei mir begrüßen. Das ist Beatrice Egli. Herzlich willkommen! Hallo Beatrice. Hallo Regi. Hi, guten Abend. Guten Abend. Alles gut? Guten Flug gehabt? Ja, guten Flug gehabt. Jetzt hättest du ja wahrscheinlich noch viel umeinander. So. In Deutschland ist man noch viel mit dem Flugzeug unterwegs. Ja, so. Ich bin schon. Also ich glaube, ich kriege so fast 2 Monate her im Flugzeug. Und bist immer noch gern viel unterwegs? Ja, Mann. Oder ist das der Teil, wo man sagt, nein, müsste ich nicht sein? Nein, es ist schön. Also man lernt auch immer wieder im Flieger wirklich viele Leute kennen. Ich finde, das ist so mit der Zeit. Und ich, es ist noch lustig, in diesen Lounges mittlerweile kennen sie mich auch. First-Class-Lounges? Nein. Wirklich nicht. Das sind einfach so die Vielflüger-Lounge. Ja, genau. Ich bin mehr auf dem Sofa in der Lounge vom Flughafen als daheim. Okay. Und was hast du sagen? Was ist dort? Ja, es ist schön. Man lernt wirklich die Leute kennen. Und mit der Zeit kennt man es auch. Und ich weiss schon, wer dann dort ist. Und dann fragen wir, was war letzte Woche? Was haben wir gemacht? Also es ist speziell. Freundschaften. Ja, wenn ich von dir lese, ist es ziemlich extrem. Entweder extrem super, super, Erfolg, Hitparade, irgendwo an der Spitze. Oder dann waffelt irgendjemand wild, wenn du etwas falsch gemacht hast, kein Autogramm gehabt hast oder ob dein Liebesleben okay ist. Also, über was willst du lieber nicht reden? Also ich rede immer gerne über das Positive im Leben. Weil ich finde immer, über das, was du redest und dem, was Aufmerksamkeit schenkst, das wächst. Und drum, aber lese ich denn du die Sache überhaupt? Das heißt mir egal. Geht mir am vorbei. Du, ich würde gerne manchmal sagen, es geht mir alles an meinem schönen Grossen vorbei, aber so ganz immer ist, Humor. So ganz immer ist das nicht so. Gut. Aber du kommst es automatisch auch mit über, wenn du es nicht wissen willst. Also kommst du heim und die Mami sagt, schau mal, da sind ein paar schöne Sachen ausgeschnitten. Oder dann Geschwister, die im Chat schreiben, hey, hast du das schon gelesen über dich? Ja. Und das. Aber ärgert es dich? Mal mehr, mal weniger. Du wirst cooler mit der Zeit. Man wird lässiger mit der Zeit. Sicher. Ja. Aber trotzdem bleibt man ein Mensch. Und ja, natürlich. Das wäre komisch, wenn es nicht. Aber der Erfolg auf der anderen Seite ist auch ein schöner Ausgleich. Ja, oder? Und das Schöne ist, was ich wirklich merke, die mich kennen, die glauben auch nicht alles. Und was da geschrieben wird. Und vom Gehören sagen lernt man lügen, sollten die einen dann auch lernen. Da bist du jetzt in einer Live-Sendung, ohne doppelte Boden. Also was ich auch immer sage, du kannst sofort mir übers Maul fahren, ja, gell? Ja, das und, ist eben, ich liebe Live-Sendungen. Ja, sicher. Da kann man wirklich 1 zu 1 mit dem schwätzen. Marina Fleischmann kommt aus der gleichen Region wie du, in der Legi, Kanton Ausserschweiz. Darf man, glaube ich, schon sagen, das sagt man so, oder? Ja, so, Kanton Schweiz, Oberen Zürichsee. Sehr schön. Und du hast uns geholfen, sie zu überraschen. Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, weil es ist so eine tolle Geschichte geworden. Ihr seht sie jetzt gerade. Beatrice hat alles gegeben. Oh, schauspielerische Talent. Es hat Spass gemacht. Ich habe gar nicht gefragt wegen deinem Liebesleben, aber weißt du was, das tun wir das nächste Mal. Hey, oder? Das machen wir. Oder gibt es etwas zu erzählen? Du, ich bin Single und ich bin auf grossen Tournee. Und wenn ich auf Tournee bin, ist es wirklich schwierig, Zeit zu finden für das Liebesleben. Aber ich wünsche, dass es irgendwann ändert. Das ist gut. Ich wünsche das auf jeden Fall. Also, wo bin ich stehen geblieben? Sie hat Marina geholfen, überraschen. Eine tolle Geschichte. Sehr emotional, aber auch sehr lustig. Und man muss wissen, Marina macht eine Ausbildung als Fachfrau Gesundheit und sie hat dann eben noch ein ganz spezielles Hobby. Wenn Marina ein Ziel vor Augen hat, dann lässt sie sich von nichts ablenken. Mit dem Schiessen bin ich sozusagen ein bisschen aufgewachsen. Mein Götti schiesst, mein Onkel schiesst. Also, er hat den Götti mal mitgenommen und dann hat es ihm gefallen. Es ist einfach der Nervenkitzel, der dort ist. Die Tiere müssen aber keine Angst haben vor den 16-Jährigen. Im Gegenteil, die Marina ist auf dem Bauernhof aufgewachsen und will niemand anders hin. Also auf dem Bauernhof zu leben ist natürlich fantastisch, weil man hat eben wirklich die Ruhe, man kann in die Natur gehen mit den Tieren. Das gibt mir eine Ruhe und das gibt mir auch Freude. Und das ist das Schöne. Aber einen kleinen Haken hat es halt doch, das Leben als Bauernmädchen. Wenn andere im Sommer in die Ferien gegangen sind ans Meer, sind wir halt daheim gewesen, sind im Hang gestanden und haben geheult. Wir jetzt persönlich haben jetzt das Glück gehabt, dass wir nicht ganz so viel haben müssen helfen, aber halt doch helfen. Und wenn dann einem Kollegen nach der Ferien erzählt haben, ja, wir sind dort und dort hin, hat man sich halt auch mal schon ein bisschen genervt. Und dann wären wir halt auch gerne in die Ferien gegangen, aber hat es jetzt halt nicht gegeben. Na
Neben Gewehrschüssen und Geissenglocken gibt es noch andere Sounds, die Marina happy machen. Also Musik mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Der Daddy, er ist im Musikverein. Und da sind wir natürlich auch wacker mitgehört. Aber singen tue ich, seit ich irgendwie 4 oder so bin. Eigentlich seit ich reden kann. Richtig gut. Also singen ist für mich wirklich ein Loslassen. Die ganzen Emotionen loswerden, sei es positiv oder negativ. Es tut einem ausgleichen. Und es lädt ein zum Träumen. Zum Beispiel von einem Duett mit dem Lieblingsstar. Die Marina ist ein riesen Fan von Beatrice Egli. Mit Beatrice Egli zu singen, ist halt mein grösster Wunsch, seit ich klein bin. Sie ist mein Idol. Und das, was sie erreicht hat, das möchte ich auch schaffen. Und das Anstreben, das sie hatte, der Ehrgeiz, genau das ist das, was mich so packt an ihr. Und darum würde ich sehr, sehr gerne mit ihr singen. Ja, dann schlage ich vor, Frau Egli, übernehmen Sie. Ein schöner Moment. Die Überraschung ist soweit. Hier in diesem Spital arbeitet Marina. Und sie hat heute eine ganz besondere Patientin, Vreni. Hoi! Geht's dir gut? Ja, es geht mir super. Bist du ganz sicher, dass es dir super geht? Jetzt, was du sagst, ist mir schon ein bisschen trümmelig. Trümmelig? Ich glaube, ich weiss jemanden, wo du in super Händen bist. Gehen wir! Die Vreni ist Schauspielerin und heute unser Lockvogel. Die Marina ist schon am Arbeiten und merkt nicht, dass sie von unseren Kameras beobachtet wird. Und ihr Idol ist ganz in der Nähe. So, das Bett ist schon mal bequem, würde ich sagen. Das kann etwas. Vreni, bei dir geht's gut? Zeig dich, komm. Oi. Du, das steht gut. So. Der Barry einfach. Der Barry. Ja. Der Barry. Ich wünsche dir viel Glück und toi, Gelingen. Ich merke schon, du bist schon voll in der Rolle und ich gehe mich verstecken. Tschüss. Alle auf der Station sind eingeweiht. Nur mit Marina ahnt immer noch nichts. Beatrice kann unterdessen im Zimmer nebendran alles live mitverfolgen. Die 6 versteckten Kameras laufen und Vreni weiss, was sie zu tun hat. Jetzt kommt Marina der Auftrag über, bei der neuen Patientin vorbeizuschauen. Grüezi. Mein Name ist Fleischmann, ich bin im ersten Lehrjahr und ich komme jetzt noch kurz den Blutdruck messen. Grüß dich, Frau Fleischmann, das freut mich. So herzlich. So lieb. Ich bin so aufgeregt, könnt ihr vielleicht noch ein paar Minuten bei mir bleiben? Ich messe jetzt den Blutdruck und dann bleibe ich noch ein bisschen drin. Okay. Gut. Verschwinde nicht gerade wieder, keine Angst. Ich bleibe schon ein bisschen drin. Ja, sicher einen kleinen höheren Blutdruck. Ich bin so. Ich bin einfach aufgeregt. Nicht unbedingt. Ja, ist ein bisschen sehr hoch. Ja, es ist schon warm da hinten. Und ja, sind sehr nervös, gell, Sie? Er hat gerade Alarm geschlagen. Habt ihr eigentlich auch ein bisschen Freizeit? Ja. Was macht ihr? Ein Hobby und hättet Der singt. Was singt ihr denn? Alles. In einem Chor oder alleine auf der Bühne sogar? Im Chor. Im Chor seid ihr? Ja, ich bin im Chor und unter anderem in meiner Gesangsstunde. Oi. Sie haben Gesangsstunde, sie geht in den Chor. Also, besseres Tor gibt es gar nicht als mit der Marina. Schön.
Habt ihr auch gerne Schlager? Ja, ich bin Beatrice Egli-Fan. Kennt ihr Beatrice Egli? Ja, ich bin grosser Fan von ihr. Beatrice Egli sind ja jetzt im Happy Day. Wir sind mit deinem Sicher? Star, ja. Und ich habe mich nicht angemeldet. Aber ich bin nicht durch. Ja, was? Nee. Warum denn nicht? Haben Sie jemand anderes ausgelesen? Ich habe jemand anderes ausgesucht. Ja, hat nicht gelangt. Oh nein. Weißt du, zu wem meinst, bist du nicht dabei? Vorhin habe ich eben schon ein bisschen von ihr gehört. Ja. Ja, «Wir leben laut», das ist genau das Lied, das ich singen musste. Sicher? Wenn wir doch da mal einmal schauen, ob wir das... La, 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 Moment, in dem ich noch sitze, so wie es fliegen, wie erst mit der Link, den hab ich nicht gesucht, und doch gefunden. Gott, los. Oh mein Gott. Ich kenne eben noch andere Lieder vor. Verliebt, verliebt, verlobt, verdammt oder verflixt noch mal. Gell? Ja, verflixt noch mal, Marina. Ich kann nicht ohne dich Star-Duett singen. Ich musste vorbeikommen. Ja! Wir singen zusammen Star-Duett. Wir leben laut. Das ist deine Überraschung, dass wir Eni mitgespielt haben. Wir haben das alles für dich gemacht. Das ist die Überraschung, denn ich möchte mit dir singen und ich freue mich mit dir, wir leben laut singen. Passiert jetzt also wirklich? Bin ich am Träumen? Bildest du da das ein? Bist du in der Realität? Marina, wach auf! So ein bisschen so. Aber ich bin jetzt ziemlich glücklich und erfüllt von Gefühlen. Halt. Ich kann es nicht gut beschreiben. Oh, schön! Lass mich! Geh schön! Ein Traum geht in die Erfüllung, dass ich das mit der Beatrice singen darf. Lass den Druck heim, so schön! Und ich gehe davon aus, dass sich Marina jetzt vom Schock erholt hat. Jetzt steht sie auf der Bühne zusammen mit der Beatrice Egli. Und sie singen beide live. Wir leben laut!
Grossartig haben wir das gemacht, ihr beiden Frauen. Du kommst sehr dran. Ganz, ganz toll gewesen. Und du auch. Danke vielmals. Ich finde es immer wieder toll, dass auch Künstler Mut haben, so etwas einzugehen. Es ist immer ein bisschen auch ein Wagnis. Es ist aber wunderschön. Ich glaube, es gibt auch wieder ganz neue Energien, absolut, oder? Absolut. Und es hat so Spass gemacht. Ich finde, du hast so grossartig gemacht, Marina. Und auch mein Herz. Aber heute bei der Matze, ich habe schon wieder ein Tränchen verdrückt. Es war so schön, wenn jemand so eine Freude hat und so mit einem Lachen kann singen. Es war wirklich für mich eine grosse Ehre, mit dir zu singen. Haben wir noch schnell ein Lachen für Facebook? Dann für Facebook wir noch ein Selfie, haben wir auch ein Lachen. Ja, haben wir noch schnell ein Lachen, oder? Ich habe zwar gesagt, es ist ein bisschen dated. Instagram ja, das sind wir auf Instagram auch noch. Okay. So, ist gut. Darf ich euch das in die Hand drücken? Und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank. Dich sehen wir nochmal mit einem neuen Lied. Freue mich sehr. Und Marina, dir sage ich jetzt schon eine grosse Karriere. Mindestens eine danke grosse. Vielmals. Bei der Beatrice sage ich dir voraus. Danke vielmals und danke der Band. Marina und Beatrice, merci vielmals. Und die nächste Sendung ist am 27. Oktober. Da gibt es ein Star-Duett mit der Highway. Die singen das hier. Hört mal.